Warum ist der Deutsche eigentlich Spaghetti Bolognese, obwohl das der Italiener nicht unbedingt so serviert? Ich habe die Meinung, dass es eigentlich fast geschichtliche Gründe hat, weil als die deutschen Touristen in den 50er und 60er Jahren Italien entdeckt haben, hatte ich immer den Eindruck, dass die Spaghetti da das Besondere war, weil das eine Nudelform war, die es in Deutschland einfach nicht gab. Und das hat irgendwie die Geschichte überdauert. Es ist völlig richtig, dass zum Beispiel die Penne Regate die Bolognese wirklich besser aufnehmen, wenn die Soße separat reduziert wurde, wenn die Penne al dente gekocht wurde, dass das Ganze dann einfach durchgemischt wird. Mhm. Und das ist vom Mundgefühl eigentlich noch perfekter, wie man es in der Bolognese-Region ja dann auch zu finden bekommt. Aber viele stellen sich unter einer klassischen Pasta Bolognese immer noch Spaghetti vor. Also wenn man da draußen die Menschen befragen würde, dann würde wahrscheinlich Spaghetti rauskommen. Und ich denke, es hat historische Gründe. Mhm.